Herzlich willkommen, Freunde, hier zu einer kleinen Runde in Pokémon. Wir haben ein sehr kleines Team mit einem Palimpalim. Und mal gucken, was unser Gegner. Was haben wir denn da so? Vulona, Akani, Expert. Ich wollte erst so sagen, das wirkt gerade so ein bisschen Gen 2-lastig, aber da ist ein kleiner Tulpenstempel-User. Donphan, yay. Okay, also. Schauen wir mal drauf. Ich könnte sogar mit Aquana den Lead versuchen. Obwohl das Dummy, das missfällt mir eigentlich. Aber wiederum kann Knogger hier relativ gut punkten. Ich würde sagen, ich möchte mit Knogger leaden. Panzer Aeron mal in der Hinterhand. Und einfach Palimpalim, weil ich Lust habe auf Palimpalim. Okay, Knogger. Bring it on. Vulona. Das ist natürlich ein sehr schönes Matchup eigentlich. Vulona kann uns zwar im ersten Zuge oder allgemein schon ordentlich eine reinsemmeln. Ja. Wiederum sind wir gegen die Step-Moves resistent. Können aber jetzt zum Beispiel für die Nitro-Ladung erstmal gehen, um hier Initiative aufzubauen. Um eventuell dann den zweiten Pokémon dann eine reinzuwirken. Ah, Donphan. Na, gucken wir mal, wie viel Schaden wir jetzt machen. Donphan ist ja ein physisch sehr starkes Pokémon. Tut mir leid, ich wippe gerade mit dem Kopf nach oben, nach hinten und nach vorne. Ich bin das so. Ja, es ist ein physisch sehr starkes Pokémon. Wupp. Wo ist das Leben hin? Okay. Hätten wir einen Flammenblitz gemacht, hätten wir es sogar one-shotten können. Ich will leider nicht auf eine weitere Nitro-Ladung setzen, denn das könnte böse ins Auge gehen. Aber wir müssen eigentlich schneller sein als das Donphan jetzt durch die Nitro-Ladung. Also auf jeden Fall schneller sein. Und ja, Bams! Und das war's. Ah, dieser eine Nitro-Ladung hat dafür gesorgt, dass wir das locker machen können. Nur, dass es Donphan halt den physischen Move nicht so gut wegtanken konnte. Es war... Oh, Kacke, Starmie könnte jetzt zum Problem werden. Warte mal, ich guck mal gerade auf die Initiative, damit ich mal so einen Überblick habe. Jetzt kommt's drauf an. Starmie ist schnell, ja. Es kann aber auch jetzt zu langsam sein. Die Frage ist halt, lohnt es sich zu wechseln? An sich würde ich sogar zu Nein tendieren. Wie sagst du, die hätte ich jetzt Donphan als Gegner gehabt. Also wir haben jetzt eigentlich, was das angeht, mit Starmie hat er echt einen sehr guten Pick halt drin. Wir haben jetzt halt nicht wirklich was, um Starmie tendenziell zu countern. Wenn wir jetzt schneller sind, haben wir halt den... Nein. Wow, das tut weh. Ein Vorteil, aber nein, wir waren nicht schneller. Wir hätten aber auch in der letzten Runde nicht auf Nitro-Ladung gehen können, weil wir einfach zu viel, zu viel hätten einstecken müssen dafür. Gut. Panzer Aeron könnten wir einbringen. Wir können ja gerade mal kurz nochmal gucken. Könnten wir. Aber das Problem ist halt, es könnte Donnerblitz im Set haben. Was jetzt nicht gerade untypisch wäre für ein Starmie. Und damit halt schon einen gewissen Vorteil erzielen könnte. Wir haben hier ein Palimpalim, ja. Was hier mit Kraftvorrat Genesung an Antikraft agieren tut, hat eine 110er Spezialdefensive und kommt auf sehr gute KP-Werte. Und sollte eigentlich diesen Kampf doch durchstehen können. Die Frage ist halt nur, wie gut. Wie gut wir das durchstehen. Entweder. Warte mal, wie viel Initiative hatten wir? Wir hatten. Quasi irgendwas über 100 gerade sogar. Knapp über 100. Ja, das reicht nicht aus, weil Knogger war schneller mit der Nitro-Ladung. Die Frage ist jetzt halt, soll ich einmal auf Kosmikkraft gehen? Oder soll ich direkt einfach Genesung spammen, bis dieses Dummy umfällt? Eigentlich kann ich einfach mal Genesung machen. Ruft das Dummy zurück.
Er ruft das Dummy zurück. Okay, Kosmikkraft. Oberschleier. Okay, ich habe mir schon das gedacht, dass er das jetzt machen wird. Na gut, dann machen wir eben Kosmikkraft. In unsere beiden Defensivwerte. Aufgehört zu hageln. Jupp, das ist, trifft sich sehr gut. Dann machen wir jetzt hier weiter Kosmikkraft. Er hat mir den Zug gegeben. Also werden wir diesen Zug auch nutzen. Der Blizzard, der jetzt nicht immer trifft. So. Dankeschön. So, jetzt haben wir zweimal Kosmikkraft. Wir haben ja Kraftvorrat. Das heißt also, wir müssten auch diesen, also die Kosmikkraft auch wirklich gut ausspielen, es raushauen. Mondgewalt. Er setzt jetzt lieber auf den treffsicheren Move. Und senkt meinen Spezialangriff. Das ist natürlich sehr kontrainitiiert für unsere Taktik, die wir jetzt hier haben. Das ist wirklich sehr kontrainitiiert, dass halt der jetzt den Drop bekommen hat. Mondgewalt weiterhin. So. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in dem nächsten Zug auf Genesung. Einfach um unsere KP jetzt einfach komplett aufzufrischen. Zugabe. Wow. Genau dann, wo ich auf Genesung gehen wollte. Ich sehe aber ein Problem mit deiner Zugabe. Ich wollte die Genesung jetzt eigentlich nur machen, um meine KP auf vollwertig zu bekommen. Klar, wir sind jetzt in der Zugabe gefangen. Bla bla. Ja, ich kann nicht mehr meine Attacke einfach durchtriggern. Ja. Die Sache ist aber die, du machst Mondgewalt. Na gut und schön. Aber dass deine Mondgewaltattacke quasi so wenig Schaden macht, dass ich mich da sogar jetzt gegenheilen kann. Hast du jetzt, glaube ich, nicht bedacht, oder? Ja, wenn wir jetzt hier knapp auf 104 kommen, oder beziehungsweise auf 93, ab dem nächsten Mal. Ja, dann heilen wir genauso viel, wie du Schaden machst. Okay, wir kommen nicht ganz drauf. Aber er verballert auf jeden Fall komplett seine AP. Also er macht uns 10 Schaden. So, machen wir Genesung. Okay. Das ist jetzt ein Kreislauf, dem er sich einfängt, ohne dass er jetzt... Also kommen wir jetzt auf über 93. Ja. Also er kann jetzt quasi den ganz... Ja, ja. Es ist, ich finde es blöd, dass ich dann den Angriff switchen muss. Das ist so das einzig extrem miese an dieser Zugabenattacke, dass er jetzt quasi immer wieder dafür sorgen kann, dass ich selber Attacke mache, obwohl halt meine Zugabe beendet ist. Da stellt sich ein Spezialangriff. So, und jetzt muss er wieder Zugabe machen, um diesen ganzen Stand wieder aufrecht zu halten.
Und wir sind hier wieder fast bei paar 90. Also irgendwann hat er einfach keine Attacken mehr. Wenn er Mondgewalt und Aurora-Schleier nur hat. Ich habe einen Plan und ich muss jetzt gucken, dass ich meine Kosmikkraft. Ich werde jetzt einfach weiter dieses Spiel spielen, ja? Also, dass ich nicht wechseln will. Bis halt jetzt diese Zugabe zu Ende ist. Genau. Und ich hoffe, jetzt agiert er genauso weiter wie vorher auch. Weil jetzt wechsle ich auf Panzer Aeron und werde ihn damit Felsgrab zu spammen. Er hat keinen Hagel mehr auf seiner Seite. So. Das heißt also, ich bombardiere ihn jetzt mit Felsgrab. Blizzard. Und er trifft sofort. So. Initiative Drop. So, mache ich jetzt Ruheort oder mache ich jetzt... Toxin. Okay, Stami haben wir toxiniert. So. Ich hätte jetzt auf Ruheort gehen können, aber da hätten wir uns jetzt einfach nur vorgeheilt. So, Stami kann uns jetzt auf jeden Fall besiegen. Hydropumpe. Schade, er trifft bisher alle Attacken, die missen können. So, verliert einige KP. Ich habe die Hoffnung, dass es trotzdem das Palimpalim den Treffer wegtanken kann. So, Genesung. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das nicht reichen wird, weil einfach Palimpalim zu wenig HP hat. Ja, das wird nichts. Life Orb dann doch zu viel. Schade. Auch wenn ich jetzt weiter auf Felsgrab gegangen wäre. Das wäre wirklich das Einzige, wo ich hätte das regeln, also halbwegs noch irgendwie managen können. Hätte ich weiter Felsgrab eingesetzt. Aber ich bin eigentlich in die Hoffnung gegangen, dass er halt trotzdem angreifen will und danach versucht, das Palimpalim so zu traden. Hat leider nicht so ganz geklappt. Schade. So, da haben wir unseren nächsten Gegner und ich sehe einen Ninjatom. Das heißt also, ich muss echt aufpassen, welche Pokémon ich spiele. Theoretisch haben wir aber relativ gut was dabei, um Ninjatom entgegenzuwirken. Wir haben Knogger, wir haben Moranagoras, wir haben Panzer Aeron. Also eigentlich schon etwas, um ihn da schon in die Schranken zu weisen. Ich muss mal gerade mal gucken, was hat. Hast du auch noch was gegen Ninjatom in der Hand? Nein, leider nicht. Okay, das wird dann doch ein bisschen verzwickter. Also du hast nichts gegen Ninjatom, du hast nichts gegen Ninjatom, du hast nichts gegen Ninjatom. Das ist nicht gut, also zumindest, dass wir nicht so viel gegen Ninjatom haben. Also ich brauche auf jeden Fall dann zwei Pokémon, die hier irgendwas gegen Ninjatom ausrichten können. Das heißt also, entweder mache ich Moranagoras, ich würde sagen Moranagoras Lead. Panzer Aeron und eigentlich würde ich gerne mal mit Aquana spielen.
Und die Frage ist, bei welchem Pokémon kann ich Aquana sicher erstmal einbringen, damit wir da loslegen können? Ich glaube eigentlich bei gar keinem. Das ist das Riesenproblem, was ich jetzt so derzeit sehe. Ich versuch's trotzdem. So, Monagoras. Guten Tag. Quatschutsu. Oh, das sollte eigentlich funktionieren. Quajutsu ja, aber wir haben eigentlich einen Walschal. Wir kommen auf 123 Initiative. Also können auf jeden Fall den Quajutsu im Speed her doch mitmischen. Deswegen würde ich sagen, ich gehe einfach volle Lütte rein. Okay. Das ist also wirklich komplett auf Initiative ausgelegt. Okay. No problem. So. Quajutsu, was jetzt Typ Eis ist, gegen Aquana, was KP Spezialtank ist. Und sofort gerückschreckt wird. Das ist natürlich immer das Beste, was man dann sich wünscht, ja. So. Okay, damit hätten wir schon mal unser Verteidigungsdefizit ausgeglichen. So, machen wir jetzt erstmal einen Wunschtraum. Zack, die Zitrobeere zum Heilen. Wahrscheinlich, wollte ich gerade sagen, schreckt mir wieder zurück. Du bist wie ein Quatschutsu mit einer Geofissur. Gehst mal ganz schön auf die Nerven. Achso. Willst du mich heilen oder was? Dankeschön. Dankeschön. Warum auch nicht? Good job, Quajutsu, ey. Good job. Okay, das ist jetzt echt mies. Also, Hex schön und gut, aber dass ich jeden zweiten Schlag, ohne dass er jetzt einen Kingstein verwendet, mich nicht bewegen kann, ist jetzt nicht gerade, finde ich, so schön. Ich muss eigentlich raus aus dem Kampf. Jetzt wäre es natürlich eigentlich total cool, wenn man einen Panzer-Eron hätte mit den gewissen Attacken. So, ich mache jetzt einfach Felsgrab. Entweder holt er Quajutsu wieder rein oder so. Nee, er macht Irrlich. Nein. Wow. Ich hätte eigentlich Toxin machen müssen, wisst ihr? Aber er hat keinen Fokusgurt. Really? Kein Fokusgurt. Wenn ihr jetzt wieder Quajutsu reinbringt, kann ich auf Aquana wechseln und die Sache hat sich. Dass er seinen Pokémon einfach droppt. Mimikma holt er rein. Na gut. Ich
Ich mache jetzt einfach Felsgrab. Ich tue jetzt einfach mal die Initiative ein bisschen beeinträchtigen und danach können wir immer noch auf Eisenabwehr gehen. Der hat wohl noch nie Bekanntschaft mit meinem Panzerheron gemacht. Ja, Kostümspuk. Wir wissen das. Er kennt deine Fähigkeit. So. Na gut, Eisenabwehr. Oh, wir sind immer noch zu langsam. Guck mal, das kann ich auch. Bing! Verteidigung ist hoch. So, dann machen wir eben nochmal Felsgrab, wenn du immer noch schneller sein möchtest. So, Initiative weiter gesenkt. Na klar, wir kriegen den Brandschaden. Können wir noch verkraften. So, ich will jetzt trotzdem Ruhrort mal einsetzen. Er ist jetzt auf maximalen Angriff, das heißt also, er muss jetzt angreifen. Sollte nicht allzu viel Schaden machen. Hier hast du einen Beulenhelm, viel Spaß. Firma dankt. So. Okay, ich setze jetzt Toxin ein. Wenn er nämlich zu Quajutsu wechselt, haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Quana auch das Quajutsu dann am Ende besiegen kann, wenn er jetzt diesen Wechsel tun sollte. Sehr schön, er tut mir den Gefallen sogar. Das heißt also, Aquana kriegt auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, problemlos an das Quajutsu auch vorbeizukommen. Und nicht andauernd mit dieser Finsteraura immer wieder in den Rückschreckmodus zu gelangen. So, hierfür werde ich dann auch meinen Panzer-Aeron eigentlich hergeben müssen. Ich werde weiter einen Ruheort einfach jetzt machen, bis das Quajutsu dann irgendwann umfällt. Aquahaubitze. Aquahaubitze. Ist okay. Das ist komplett okay. Er muss jetzt einen Zug aussetzen. Ja? Katschutsu ist vergiftet. Er muss jetzt einen Zug aussetzen. So, ich bin bei vollen KP. Er muss jetzt aussetzen. Ja. Ich brauche kein Siedewasser machen, ich brauche kein Kraftvorrat machen. Ich gehe auf Säurepanzer einfach. Ja. Erhöhe meine physische Verteidigung. Ja, das Gift wird das Quajutsu jetzt niederraffen. Katschutsu kann meinen Aquana nicht one-shotten. Setzt er jetzt wahrhaftig einfach nur darauf, wieder mit Rückschreck zu arbeiten? Besonders ist sowas ja auch so eine Rückschreckattacke. So. Wir haben jetzt zweimal die Verteidigung erhöht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf einen Wunschtraum. Und dann sollten wir da eigentlich durchgekommen oder durchkommen sein sollen, tun. Ja, es ist extrem hart, wie oft wir jetzt schon quasi rückschrecken durch diese Attacken. Obwohl er keinerlei Items zur Verstärkung oder zur Verbesserung dieses Attributes mit sich bringt. So, wir haben 4 Boosts in der Verteidigung. Er hat einen Mimikma, was keinerlei Fähigkeiten mehr hat.
Hat zwar eine gute spezielle Verteidigung, ja. Wir haben einen Wunschstrom aktiv, der uns zerzeilen wird. Also, blöd gesagt, das ist das Einzige, was ihn jetzt nur noch der Sieg verhelfen kann, ein Crit. Das ist wirklich das Einzige, was ihm jetzt noch helfen kann, dieses Match zu gewinnen. Und dann ist er wirklich lucky as fuck. Nebenbei, ich hätte jetzt auch gerne mal die Verbrennung gehabt, dafür, dass das Quajutsu mich jetzt 18.000 Mal hat rückschrecken lassen. Dankeschön, dass zumindest die Attacke mal daneben ging. Dafür, dass wir so oft zurückgeschreckt sind. Aber das war schon echt mies. Aber wir konnten es ausspielen. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Aquana war der kleine Star am Ende. Sehr schön, da freue ich mich mal, Aquana so aktiv in ein Match genutzt haben zu können. Und ja, ich bin ganz ehrlich, der Kampf ist so an mir vorbeigezogen, ich kann ihn überhaupt gar nicht Revue passieren. Ich kann ihn überhaupt nicht Revue passieren, weil ich sogar schon vergessen habe, was... Ja genau, Ninjaturm war das Pokémon dazwischen drin. Okay, das hat schon fast wieder vergessen. Wo ich eigentlich dachte, okay, warum Ninjaturm? Er hat mich verbrannt, okay. Wo ich dann nochmal überlegt habe, eigentlich war es dumm von mir, ich bin ganz ehrlich, es war dumm von mir, auf Felsgrab gegangen zu sein. Einfach aus dem Fakt, es hätte ein Fokusgurt tragen können. Durch diesen Fokusgurt hätte das Pokémon den Treffer, das Felsgrab überleben können, er hat es auswechseln können. Und wenn er meinen Panzer Aeron gekriegt hätte, hätte ich mich ja gegen das nicht mehr verteidigen können. Aber zum Glück wusste er jetzt nicht, was die letzte Attacke von Aquana ist. Ja, hätte ich anstatt Kraftvorrat zum Beispiel Toxin gehabt, wäre das so oder so egal gewesen. Das hätte er sich. Das hätte er keinen Unterschied gemacht. Aber ich hätte einfach in dem Moment Toxin machen sollen. Ja, weil Statusattacken treffen Ninjaturm immer. Und wenn wir dann das Pokémon einfach vergiften, kann der Fokusgurt nicht wirken und es wird so oder so mit einem Schlag dann down gehen, also mit dem ersten Gift-Ticken. Habe ich nicht nachgedacht, bin ich auch selber schuld, aber gut. Ja. Was soll man sagen? Es waren zwei sehr lange Kämpfe. Im ersten Kampf, ja, hätte ich da an der einen Stelle doch Filzgrab machen sollen. Ich hatte da ein bisschen blöd entschieden, ja, aber gut. Ich würde sagen, das war's erstmal von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Pokémon. Und bis dahin.